Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Martin Wehle. Der Fokus bezeichnet mich als Deutschlands bekanntesten Karriereberater. Und heute möchte ich Ihnen auf eine Frage Antwort geben, die Sie sich vielleicht schon gestellt haben, nämlich, wer verdient eigentlich am meisten in Deutschland? Welche 10 Berufe sind die bestbezahlten? Ich bitte Sie, dass Sie sich, während gleich der Vorspann läuft, einmal ein paar Gedanken machen. Was glauben Sie, welche Berufe werden auf dieser Liste stehen, welche nicht? Und ist Ihre vielleicht sogar dabei? Gleich gibt's Antwort. Ja, ganz oben auf der Liste, da steht ein Beruf, der verdient der durchschnittliche Angehörige dieses Berufsstandes ein stattliches Gehalt von über 109.000 Euro. Und wissen Sie, welcher Beruf das ist? Es ist der Beruf des Oberarztes. Ein Oberarzt, ein verantwortlicher Arzt, der ist relativ gut bezahlt. Er trägt ja auch die Verantwortung für die Gesundheit, für das Leben von Menschen. Er hat eine langjährige Ausbildung. Insofern finde ich als Gehaltscoach dieses Gehalt angemessen. Ich würde mir allerdings sehr wünschen, dass andere Menschen in der Krankenpflege, dass Menschen, die dort gute Arbeit leisten in der Altenpflege, dass andere Menschen in sozialen Berufen auch gut verdienen und dass die nicht ganz unten im Gehaltskeller dümpeln. An zweiter Stelle auf der Liste der bestbezahlten Berufe, da finden wir den Account Manager für Investitionsgüter. Account Manager, ich hasse diese englischen Berufsbezeichnungen nebenbei gesagt, es ist schwer genug gut Deutsch zu sprechen, aber sei es drum, es wird Account Manager genannt. In Wirklichkeit heißt das so viel wie Kundenbetreuer, es heißt so viel wie ein kleiner Vertriebsmanager. Dieser Key Account Manager, der ist sehr gut bezahlt, wenn er in der Investitionsgüterbranche arbeitet. Investitionsgüter, die unterscheiden sich von Konsumgütern. Konsumgüter ist etwas, das wird verbraucht, zum Beispiel Lebensmittel. Investitionsgüter, das sind Gebäude, das sind Maschinen, das sind nachhaltigere Güter. Und wer in dieser Branche als Kundenbetreuer, als Vertriebsmitarbeiter arbeitet, der hat gute Chancen, sehr viel Geld zu verdienen. Ich komme zum drittbestbezahlten Beruf in Deutschland. Und jetzt gehen wir noch einmal ins Krankenhaus und schauen bei den Fachärzten vorbei oder auch in der Praxis der Fachärzte. Fachärzte verdienen knapp 76.000 Euro. Und man muss dazu sagen, es gibt einzelne Facharztgruppen, zum Beispiel Radiologen, die verdienen deutlich mehr im Durchschnitt. Und es gibt andere Facharztgruppen, die verdienen deutlich weniger. Das pendelt sich dann bei diesem genannten Betrag ein. An vierter Stelle, da steht einer, der jongliert ohnehin mit relativ großen Beträgen. Und zwar ist das der Fondsmanager. Jemand, der einen Fonds verwaltet, der Aktien zusammenstellt, der wird in der Regel recht gut bezahlt. Man muss aber auch sagen dazu, dass dieses Gehalt, wir sprechen von etwa 71.000 Euro, man muss dazu sagen, dass dieses Gehalt natürlich ein Durchschnittswert ist. Es gibt Fondsmanager, die verdienen das Zehnfache und noch mehr darüber hinaus. Und es gibt sicherlich welche, die verdienen weniger als der Betrag, den ich gerade genannt habe. Ich komme auf den fünften Platz zu sprechen. Da steht eine Summe von etwa 71.000 Euro ebenfalls zu Buche, wenn auch nur knapp. Und das ist die Fachkraft für technische Forschung und Entwicklung. Da sprechen wir in der Regel von einem Ingenieur oder einem anderen Naturwissenschaftler, der etwas Kompliziertes entwickelt, und mit diesen Produkten verdienen Firmen nun mal Geld. Heute ist die Entwicklung wichtiger als je zuvor. Man braucht neue Ideen, um an den Märkten bestehen zu können. Das erklärt, warum dieser Beruf relativ gut bezahlt wird. Ich komme auf den sechsten Platz zu sprechen. Da steht ein Gehalt zu Buche von knapp 70.000 Euro im Durchschnitt. Und das nennt sich Tax Manager. Also es ist ein Riesenbegriff. In Wirklichkeit ist ein interner Steuerberater gemeint, der Unternehmen dabei berät, wie sie ihre steuerlichen Vorteile nutzen. Und dieser Beruf, wie gesagt, der ist auch ganz gut vergütet. Jetzt kommen wir auf den siebten Rang zu sprechen. Und da finden wir den Vertriebsingenieur. Der Vertriebsingenieur, der bekommt knapp 68.000 Euro. Und vielleicht fällt es Ihnen auf, schon das zweite Mal hören Sie jetzt Vertrieb. Beim Account Manager war es ja ähnlich. Vertrieb verdient deshalb so gut, weil die Unternehmen verdienen nur ihr Geld, indem Produkte verkauft werden. Sie können die tollsten Ideen da irgendwo hinten im Labor haben, aber entscheidend ist, bringt man es an den Kunden ran. Und ich finde es schade, dass der Vertrieb oft ein schlechtes Image hat, dass die als Klinkenputzer gelten. Vertriebsleute sind enorm wichtig für Unternehmen. Und wenn Sie ein jüngerer Mensch sind und noch Ihre Karriere planen, denken Sie über eine Tätigkeit im Vertrieb nach. Da können Sie viel über Menschen lernen und da können Sie auch viel über Management lernen.
lernen. Und jetzt komme ich auf den achtplatzierten Beruf zu sprechen. Das ist der Business Development Manager. Der verdient so knapp 67.000 Euro. Und das ist einer, der entwickelt neue Geschäftsfelder, der macht sich Gedanken darüber, wie man Märkte noch besser ausfüllen, noch besser erobern und das Potenzial einer Firma nutzen kann. Es ist also ein Stratege und diese strategische Arbeit, die ist heute sehr wichtig. Jetzt steht am nächsten Platz, auf Platz Nummer 9, der Syndikus, der Justiziar. Das klingt auch wieder sehr, sehr hochtrabend. Gemeint ist eigentlich nichts anderes als ein intern arbeitender Rechtsberater oder ein Jurist, der innerhalb des Unternehmens berät, der zum Beispiel mit dem Unternehmen bespricht, wie man mit rechtlich schwierigen Situationen umgeht. Und das ist eine Tätigkeit, die wird mit etwa 66.000 Euro im Jahr im Durchschnitt vergütet. Einige Erfahrene verdienen natürlich deutlich mehr. Und jetzt komme ich noch auf den letzten Platz, der immerhin noch hoch genug ist, nämlich den 10-bestbezahlten Beruf in Deutschland. Und das ist der Corporate Finance Manager. Das ist einer, der bekommt im Durchschnitt zwischen 65.000 und 66.000 Euro. Und er kümmert sich um die Kapitalstruktur, der kümmert sich um die Dividendenpolitik des Unternehmens. Das ist schon ein sehr entscheidendes Feld. Da wird Geld verdient oder Geld verloren und deshalb wird es recht gut bezahlt. Ja, meine Damen und Herren, das waren Sie, die 10 höchstbezahlten Berufe in Deutschland. Vielleicht erlauben Sie mir noch eine persönliche Anmerkung als Gehaltscoach. Ich finde es sehr schade, dass die meisten hochbezahlten Berufe mit Maschinen zu tun haben, mit Vertrieb zu tun haben, mit Geld zu tun haben und nicht damit, dass man mit Menschen umgeht. Ich würde mir wünschen, dass Personal, das mit Menschen umgeht, dass Kindergärtnerinnen, dass Krankenschwestern, dass Altenpflegerinnen auch gut bezahlt werden, dass die auch auf Listen der Gutbezahlten auftauchen und nicht nur im Gehaltskeller dümpeln. Das ist mein Wunsch für die nächste Liste der 10 höchstbezahlten Berufe. Dieses ist die Liste für 2016. Ich wünsche Ihnen, dass Sie jetzt oder zumindest im kommenden Jahr draufstehen und sich über ein gutes Gehalt freuen dürfen. Ihr Martin Wehrle.